Hallo ihr Lieben und willkommen zu einem neuen Food Diary. Ich habe euch wieder, ups, irgendwie steht ihr komisch. Ich habe euch wieder die letzten Tage mitgefilmt, was ich so gegessen habe. Ja, ich esse das, worauf ich Lust habe, worauf ich Hunger habe. Also ich achte gerade eigentlich gar nicht auf meine Ernährung. Genau, und ich wünsche euch jetzt ganz, ganz, ganz viel Spaß dabei. Und ihr wisst, wir sehen uns am Ende wieder. Wenn ihr irgendwie eine Frage, einen Kommentar oder sowas habt, schreibt das sehr gerne unten in die Kommentare. Ich versuche nämlich, wenn ich dran denke, am Ende von jedem Video eine Frage zu beantworten. Nur irgendwie gelingt mir das immer nur bei den Food Diaries, weil ich es bei den anderen immer vergesse oder weil ihr auch einfach oft nichts drunter schreibt. Also deshalb an euch die Motivation, haut in die Tasten, haut raus, was ihr wissen wollt und bis gleich. So, wie ihr seht, bin ich im Büro, 7 Uhr und ich esse einen Joghurt. Wir haben nämlich immer Joghurt. Das ist voll cool. So, ein paar Stunden später, Uhrzeit kann ich euch nicht mehr ganz genau sagen. Ich esse jetzt hier einen veganen Organic Snack mit Mango, Passionsfrucht, Lemon. Ihr seht es ja selber, der hat richtig, richtig gut geschmeckt. Habe ich, glaube ich, aus, weiß ich nicht, irgendeiner Box oder bei Mutetos mal gekauft. Den würde ich mir wieder kaufen und der sättigt auch. 14:33 Uhr. Ich habe mir jetzt ein Brot mit Salat, Käse, Lioner und Butter gemacht. Das werde ich jetzt essen. Heute Abend gehen wir nämlich im Biergarten und ja, werden da was Richtiges essen. Mal gucken, ob wir Leia mitnehmen oder nicht. Und danach werde ich mich diesem Wäscheberg hier widmen. Wir haben es 15:19 Uhr und ich snacke gerade ein paar Apfelringe. Das ist, glaube ich, so Bruchware. Die sind aber richtig lecker, weil die halten frisch in dem Glas. Und vertrocknen nicht so, wie wenn ihr die in Tüten kauft. Echt super. Habe ich noch nie gesehen. Habe ich deshalb mal gekauft. Und ich finde es geil. So, 15:31 Uhr. Ich esse jetzt den letzten Muffin hier, weil die Packung stört mich im Schrank. Dann ist der nämlich auch weg. Das sind vegane Muffins. Die sind echt lecker. Also wenn ich nicht gewusst hätte, dass die vegan sind, hätte ich gesagt, die sind normal. Aber mega lecker. Weiß leider nicht mehr, von welcher Marke. Aber seht ihr in irgendeinem meiner Motetoholz. Einen wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben. Wir haben es 12:39 Uhr. Ich gönne mir jetzt ein Pick-up. Und dann fange ich schon mal an, Mittagessen zu machen. Ich habe heute Morgen natürlich auch gefrühstückt. Es gab zwei Brötchen mit Marmelade. Dann mit Marmelade und Käse. Und eins mit Butter. Und ich glaube, das war's. Habe ich euch nur vergessen zu zeigen. Aber jetzt gönne ich mir erstmal das Pick-up. Wir haben es 19:29 Uhr. Und ich habe mir jetzt ein Brot mit so einem eigentlich Schnittlauch-Frischkäse gemacht, aber das schmeckt irgendwie ein bisschen strange. Keine Ahnung, was das ist. Und heute Mittag gab es Spaghetti mit Bolognese. Da gibt es morgen den Rest und Salat dazu. Einen wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben. Schatz ist gerade Gassi und ich mache in der Zeit Frühstück. Ja, es sieht ein bisschen spärlich aus, die Auswahl, aber ich finde, es reicht. Weil ich versuche gerade so ein bisschen, ja, darauf zu achten, dass wir nicht zu viel kaufen. Heißt zweimal Butter, weil Schatz isst gern die hier, ich esse gern die streichzart gesalzene. Ja, einmal halt irgendwie was Frischkäsemäßiges, Wurst und Käse. Und halt Nutella und Marmelade. Und mehr braucht man eigentlich nicht zum Frühstücken. Brötchen, die Eier sind noch im Topf. Und das lassen wir uns jetzt gleich schmecken. Da freue ich mich drauf. 11:44 Uhr. Ich habe mir jetzt hier so ein Nutella Keksteil geschnappt, keine Ahnung, kenne ich nicht, hatte ich noch nie. Und werde mich jetzt mal hier ans Video schneiden machen. Wir haben es 13:36 Uhr. Ich habe mir jetzt hier so ein paar gesalzene Cashews geschnappt. Und die Leier eiert hier auch irgendwo rum, die hat sich gerade im Bett gemütlich gemacht. Geh Mausi. Geh Mausi. Ja, haben wir uns im Bett gemütlich gemacht. Aber oh, die liegt doch immer nur auf meiner Seite. Weil sie genau weiß, beim Herrchen darfst du nicht. So, ich lasse mir jetzt die Dinger hier schmecken und ich bin hier gerade am Video für euch hochladen. So, ich bin wieder im Büro. Ich frage mich gerade selber, was ich hier frühstücke. Könnten Cornflakes oder Schokomüsli oder sowas sein. Auf jeden Fall lasse ich mir das schmecken und wir haben es vermutlich wieder so 7 Uhr. So, ihr Lieben. Ich gönne mir hier so ein paar Barbecue-Kichererbsen-Chips. Ich finde, die schmecken irgendwie komisch. Weiß auch nicht. Aber ich esse die jetzt, glaube ich, noch leer. Gerade läuft GZSZ im Moment Werbung. Ich habe euch gar nicht gesagt, was ich heute alles gegessen habe.
heute Morgen gab es einen Joghurt, so ein Bircher Müsli-Joghurt. Heute Mittag gab es einmal so einen Kartoffelauflauf mit Speck, war ganz lecker, und Salat. Und was habe ich denn noch gegessen? Ein Stück Marmorkuchen. Das kann ich euch schnell zeigen. Genau, einen Marmorkuchen habe ich noch gegessen. Ja, dann so ein paar Skittles. Ach, ich zeige es euch einfach mal. Einmal hier so Marmorkuchen oder so Schokokuchen. Ich weiß nicht, ob es Marmor ist, eher so Brownie. Das ist ganz lecker. Dann Schatz war einkaufen. Ich müsste euch mal wieder ein Foodhaul abdrehen, ne? War gar nicht so schlecht. Was habe ich denn euch noch gegessen? Merci habe ich noch gegessen im Büro, Celebrations, und ich habe den ganzen Tag hier diese Skittles genascht. Das sind diese, weiß ich nicht, schön aus wie Smarties und sind so Kaubonbons. Ich finde die richtig, richtig lecker. Da bin ich immer mal wieder so im Vorbeigehen an die Schublade und habe mir ein paar rausgenommen. Und wie ihr seht, ich habe die Süßigkeiten-Schublade richtig schön aufgeräumt. Nur was mich halt nervt, wenn man die Schublade aufmacht, dass das ganze Zeug immer nach hinten rutscht. Das stört mich ein bisschen, aber sonst ist es eigentlich echt wieder schön ordentlich und übersichtlich. Und ich glaube, das war's, was ich heute gegessen habe. Hallöchen, ihr Lieben. So, wir haben es jetzt 7:07. Ich habe mir jetzt Granatapfelkerne geschält. Ich liebe die Dinger ja, aber ich hasse es, diesen Granatapfel zu schälen. Und frisch schmecken die einfach am besten, weil jetzt ist ja, glaube ich, Granatapfelzeit. Und der hat sich echt super schälen lassen und die Kerne schmecken verdammt süß. Und seht ihr, wie saftig rot die aussehen? Mega lecker. Die gönne ich mir jetzt. Bei uns gab es heute Mittag, ich habe euch das gar nicht gezeigt, ich habe ein paar Skittles genascht. Vorhin habe ich ein Brot mit Salami, mit Liona und Paprika-Liona gegessen, die letzten 2 oder 3 Scheiben. Heute Mittag habe ich Skittles gegessen, ich habe 3 Toffifee gegessen und heute Mittag gab es den Rest Bauerntopf von vorgestern. Und was habe ich heute Morgen gefrühstückt? Ach, ein Laugenbrötchen mit Apfel. So, jetzt habt ihr die Zusammenfassung, was ich heute alles gegessen habe. Einen wunderschönen guten Mittag, ihr Lieben. Wir haben es 13:26 Uhr und bei mir gibt es jetzt den, oder bei uns, gibt's jetzt den Rest von vorgestern, glaube ich, und zwar so irgendwie Kartoffelauflauf mit Speck. Schmeckt ganz lecker und das lasse ich mir jetzt schmecken. Um 13:26 Uhr. Also interessiert euch das eigentlich, wenn ich die Uhrzeiten immer sage, weil ich finde das immer ein bisschen überflüssig? Schreibt mir das mal gerne in die Kommentare. Einen wunderschönen guten Mittag, ihr Lieben. Wir haben es jetzt 14:06 Uhr. Und bei mir gibt es heute Woknudeln mit einer Brokkoli-Sahnesoße. Schmeckt mega lecker. Ich finde, die Soße ist nur ein bisschen flüssig, aber macht nichts. Da sieht man auch mal, dass die einfachen Dinge auch lecker sind. Das lasse ich mir jetzt schmecken. Einen wunderschönen guten Mittag, ihr Lieben. Wir haben Montag, 13:16 Uhr. Bei mir gibt es jetzt hier diese Nudel-Brokkoli-Käse-Sahnesoße von gestern. Und heute Morgen gab es Schokomüsli. Habe ich euch nur vergessen zu zeigen. Da war es ungefähr 7 Uhr oder sowas. Aber das lasse ich mir jetzt erstmal schmecken und dann gibt es vielleicht noch einen Nachtisch. So, ihr Lieben, ich habe jetzt lecker gespeist. Jetzt gibt es einen Nachtisch. Eigentlich hätte ich voll Bock auf einen KitKat, aber die sind leer. Ich habe keinen mehr. Bestellung kommt erst. Und jetzt gibt es halt einen Toffifee. Und wisst ihr, was ich immer faszinierend finde? Ich habe die gestern oder vorgestern aufgemacht. Habe, glaube ich, 2 Stück gegessen. Und jetzt hole ich die mal raus. Ich finde es immer faszinierend, wie viele dann auf einmal. Laia, was sagst du zu deiner Verteidigung? Wo ist sie denn? Was sagst du zu deiner Verteidigung? Wo sind die Toffifees? Ja, ich weiß, Herrchen war's. Sie hat gerade gesagt, Herrchen war's. Sie kann nichts dafür, aber sie hätte gern trotzdem einen. Nein, Toffifee gibt's nicht. Du kriegst einen. Weiß ich nicht, ein Leckerchen. So, lassen wir jetzt einen Toffifee schmecken und dann geht's weiter. So, ihr Lieben, wir haben es 16:49 Uhr und bei mir gibt es jetzt ein Brot mit Butter, Paprika-Liona und Käse. Und eine dickere Scheibe Brot hätte ich mir, glaube ich, nicht runterschneiden können, oder? Naja, das ist jetzt mein Abendessen. Und heute gibt es dann hoffentlich nichts mehr.
So, ihr Lieben, ich bin, glaube ich, die schlechteste Foodbloggerin aller Zeiten. Wir haben heute Dienstag. Wenn ich das Ganze mal zusammenschneide, weiß ich auch nicht, was dabei rauskommt, weil mal habe ich mitgefilmt, mal nicht. Ich habe mir jetzt ein Butterbrot mit Leona Paprika. Leona hat es hier drüben. Das war nämlich die letzte Scheibe und Käse gemacht. Ich zeige euch jetzt mal schnell so, was ich den Tag über verteilt gegessen habe. So, heute Morgen gab es einmal dieses Vitalis Schokomüsli zum Frühstück. Das ist richtig, richtig lecker. Nehme ich mir gerade jeden Tag mit ins Büro. Heute Mittag gab es Bratwurst mit Pommes. Kann ich euch leider nicht mehr zeigen, aber auch sehr lecker. So, dann habe ich noch ein bisschen Süßkram gegessen. Wie kann es auch anders sein? Einmal habe ich mir hier, ich weiß nicht, zwei oder drei Toffifee gegönnt. Und was habe ich heute Mittag noch gegessen? Hier so ein Knoppers. Wobei ich sagen muss, das war eine Limited Edition mit Kokos. Ich finde die jetzt nicht so geil. Also da schmeckt mir das Original besser. Und die Kokosriegel sind eh am besten. Habe ich noch was gegessen? Nee, ich glaube, das war's. Also so, ihr Lieben, wir haben es jetzt 20, nee, 10 vor 8. Ich habe mir jetzt doch noch zwei Pizza-Baguettes gemacht. Ich weiß nicht, ob ich beide esse. Vielleicht esse ich auch nur eins und das andere nehme ich mir dann morgen mit ins Büro. Aber ich habe jetzt irgendwie noch Hunger. Also das Brot von vorhin hat mich nicht so ganz gesättigt. Und da lasse ich mir jetzt noch eins schmecken, aber ich glaube, ich werde eher beide essen. Hallo, ihr Lieben, wir haben es 14:51 Uhr. Ist nicht meine erste Mahlzeit heute. Ich habe heute Morgen so eine Schokokugel und ein Merci gegessen, aber sonst habe ich heute echt noch gar nichts gegessen und vorhin ein paar so Fischlis. Und jetzt habe ich mir ein Laugenbrötchen gemacht. Das hat nur ein bisschen gekonnt, aber ich habe jetzt so Hunger. Und eine Laugenbrezel und die werde ich jetzt mit gesalzener Butter essen. 15 Uhr, jetzt gibt es ein Brot mit Wurst und Käse und dann bin ich hoffentlich satt. Hallöchen, ihr Lieben. Wir haben 13:07 Uhr. Heute ist, was ist denn heute? Donnerstag. Bei mir gibt es ein Fleischkäsebrötchen. Habe ich euch noch vergessen zu zeigen. Ich habe nämlich richtig Kohldampf und das lasse ich mir jetzt schmecken. So, wir haben jetzt 13:47 Uhr. Und ich esse jetzt hier noch ein paar Skittles. Das sind diese Smarty-Kaubonbons, so nenne ich die immer. Mega lecker, die gönne ich mir jetzt und währenddessen mache ich Wäsche. Wir haben 16:50 Uhr. Und ich habe gerade so Hunger. Ich esse jetzt hier ein paar von diesen Käsewürfeln. Ich hoffe, die sind noch gut. Aber die schmecken ganz lecker. Und hier habt auch schon eine, die aasgeiert. Hier, komm her. Schmecken sie? Schön, mir auch. Die lasse ich mir jetzt schmecken, nicht du. 16:57 Uhr. Ich habe mir jetzt noch ein KitKat geschnappt. Das gibt es als Nachtisch. Hallo, ihr Lieben, wir haben es 13:30 Uhr und ich habe euch vergessen zu zeigen, bei uns gibt es jetzt Mittagessen. Ich habe eine Gemüsepizza gehabt, die sieht richtig lecker aus und schaut euch mal den Teig hier an. Der ist so richtig schön hochgegangen. Mega geil für eine Fastfood-Pizza eigentlich vom Dönermann. Die Pilze, ihr kriegt Leier, weil die schmecken mir nicht. Und Schatz hat den Lammhandschuh. 13:45 Uhr, bei mir gibt es jetzt noch ein Kieber zu trinken. Das ist jetzt mein Nachtisch. Da habe ich nämlich jetzt richtig Lust drauf. Ich setze mich jetzt auf den Balkon, weil das Wetter ist richtig, richtig schön, wie ihr sehen könnt. Die Sonne scheint. Und solange die jetzt noch da ist, setze ich mich auf den Balkon. Und dann muss ich, glaube ich, hier im Haushalt ein bisschen was tun. Einen wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben. Wir haben heute Samstagsfrühstück. Wir haben 8:50 Uhr. Ihr hört gerade den Ofen piepsen, da ist einmal Bacon noch drin und einmal noch das Ei von Schatz. Ich habe nämlich ein weichgekochtes Ei, er mag lieber hart. Ja, und ihr seht ja, was wir hier so alles Leckeres auf dem Tisch haben. Ich habe jetzt mal alles rausgeholt, was wir im Kühlschrank hatten. Ich weiß nämlich nicht, worauf ich Hunger habe. Aber auf jeden Fall werde ich heute, glaube ich, von dieser leckeren Orangenmarmelade essen. Also ich muss sagen, von allen Marmeladen, die ihr so kaufen könnt, ist diese Glückmarke die beste Marmeladensorte. Also nicht Sorte, aber die beste Firma, die Marmelade herstellt. In irgendeiner Degusta-Box waren nämlich mal so Probe-Packs drin und da war Johannisbeer drin und Brombeer. Und ich und mein Papa, wir haben die pur gelöffelt. Die war so lecker. Also für Industriemarmelade 1A. So, wir lassen es uns jetzt schmecken.
13.28 Uhr. Bei mir gibt es jetzt ein Laugenbrötchen mit Butter und Sauerkraut. Das lasse ich mir jetzt schmecken. Ich habe nämlich Hunger und bevor ich mir jetzt nur Scheiße mich reinstopfe, werde ich sowas essen. Und die Madame hier, die chillt schon den ganzen Vormittag ihr Leben auf der Couch. Also wenn es der nicht gut geht, dann weiß ich auch nicht. Aber ich lasse mir jetzt mein Brötchen schmecken. Und du kriegst nichts. Wir haben es 13.55 Uhr und ich esse jetzt so eine Haribo-Maus. Ich finde, die schmecken mega lecker, aber die stinken voll. Ich finde, die riechen richtig eklig. Aber schmecken tun sie gut. Einen wunderschönen guten Morgen. Heute ist Sonntag, 8.26 Uhr. Ich habe mir jetzt ein Brötchen gemacht mit... Hier ist Dreck. So, sorry. Ich habe mir jetzt ein Brötchen gemacht mit Butter und Orangenmarmelade. Schatz hat noch keinen Hunger, der ist noch satt von seiner Pizza gestern. Deshalb habe ich gesagt, gut, dann mache ich kein Frühstück, dann esse ich jetzt nur ein Brötchen. Und ja, der hat nämlich gestern, ich zeige euch mal, so eine American Pizza gegessen. Und die ist ja schon ganz schön wuchtig. Ne? Ich denke, da werde ich heute Mittag ein Stück essen. Ich habe nämlich noch was von gestern. Zeige ich euch aber dann heute Mittag. Aber jetzt lasse ich mir erstmal das Brötchen schmecken. Und einen Kaffee muss ich mir auch noch machen. So, wir haben es 11.06 Uhr. Ich habe mir jetzt nochmal Brötchen mit Butter und Sauerkraut gemacht. Und Schatz meint, das Sauerkraut schmeckt irgendwie anders. Das hat er aus dem polnischen Laden. Ich sage, das ist gekochtes Sauerkraut, weil das auch so weich ist. Und es ist dunkler. Ich meine nämlich, rohes Sauerkraut ist weißlicher. Und das sieht eher so, ja, halt wie gekochtes Sauerkraut aus. Aber er sagt, das ist kein gekochtes Sauerkraut. Also ich bin schon der Meinung... ja, und deshalb gibt es jetzt ein leckeres Brötchen mit Sauerkraut. Ich habe nämlich Hunger und dann gehe ich mal ins Bad und mache mich fertig. Ich bin hier nämlich immer noch im Schlafanzug. Jo. So, ihr Lieben, wir haben es jetzt 11.20 Uhr und irgendwie habe ich jetzt doch noch Hunger gehabt. Das heißt, ich habe mir ein Brot mit Butter, Schinken und Essiggurken gemacht. Ich will jetzt nämlich auch noch nicht zu Mittag essen. Das finde ich um 11:30 noch ein bisschen früh. Deshalb gibt es jetzt das Brot. Und dann hoffe ich mal, dass ich es schaffe, mein Zeug zu erledigen. Und dann gibt es gegen später Mittagessen. Aber jetzt lasse ich mir erstmal das Brot schmecken. So, du hast es geschafft. Du hast es gesehen, was ich die Tage über gegessen habe. Ich hoffe, es hat dir gefallen und Spaß gemacht. Und vielleicht kannst du auch ein bisschen Inspiration sammeln. Es ist viel Süßkram dabei, das streite ich gar nicht ab. Aber also ich schaue mir sowas total gerne an, weil ich immer neue Sachen entdecke, wo ich mir denke, boah, das will ich auch haben. Boah, das könnte gut schmecken. Und auch so, was Mittagessen und sowas betrifft, ich weiß, da zeige ich euch das nicht immer, weil ich es einfach vergesse, weil ich halt auch, also ich wohne ja mit meiner Mama in dem Haus und mit meinem Freund und wir essen halt auch zusammen, was ja logisch ist, weil es ist ja Quatsch, wenn jeder für sich selber kocht. Und da ich halt oft mein Handy nicht unten dabei habe und auch nicht dran denke, erzähle ich euch das immer im Nachhinein. Aber wir essen auch gesunde Sachen, nicht nur irgendeinen Scheiß. So, ihr Lieben, die liebe Lisa Stanzel hat mir einen Kommentar unter dem letzten Degusta-Box-Unboxing, was gestern, nee, für euch letzten Donnerstag, nee, für euch letzten Mittwoch online ging, weil das Video geht ja erst heute online. Da schreibt sie, dass das Video an einer Stelle einen dunklen Bildschirm bekommt und nicht mehr weitergeht. Ich habe es mir mal angeschaut, liebe Lisa, stimmt, liegt nicht an dir. Ich werde das Video nochmal rausnehmen und neu hochladen, beziehungsweise mal schauen, ob beim Original der Fehler auch vorhanden ist. Wenn ja, dann gibt es kein Degusta-Video, weil, beziehungsweise ich lasse es dann stehen und ihr müsst halt mit dem Fehler leben und ein Stück vorspulen. Ja. So, ihr Lieben, das war's. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, ihr wisst, über einen Daumen nach oben freue ich mich immer riesig, weil das ist für mich einfach Feedback, dass euch die Videos gefallen, dass ich weitermachen soll. Und vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Ist kostenlos, kostet euch keinen Cent. Und ihr dürft auch sehr gerne die Glocke aktivieren, dann bekommt ihr immer eine Benachrichtigung, wenn ein neues Video online geht. Und ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet und sehr aktiv in den Kommentaren seid. Bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Macht's gut!